Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel, Magier des Pendels gegen Maschinenwesen aktivieren. Okay, fangen wir hiermit an. Spiralflammenschlag. Und suchen uns unseren buntäugigen Pendeldrachen. Villa Untergrund. Der hat echt nicht so die besten Skills. Er wird aber nicht besser. Okay, legen wir den in die Scale. Legen wir den in die Scale. Nehmen Sie wieder aus der Scale. Haben die wurden auch gerade reingelegt. Da gefallen sie mir aber nicht. Guck mal, da passt doch überhaupt nicht dahin. Gucken wir mal an, wie er da steht. Weiß, vielleicht hast du ja jetzt genau die Möglichkeit, wie man das alles wieder los wird. Ist jetzt irgendwo noch mal so gehört. Hallo Esel. Zweitesel. Warum Zweitesel? Es gibt, glaube ich, noch einen anderen Esel in dem Archetyp. Ach so. Das ist einfach der Zweitesel dann. Gibt's eins Esel und Zweitesel. Ich weiß nicht genau. In dem Deck scheint kein anderer Esel drin zu sein, aber ich glaube, in dem Archetyp gibt's nur einen. Ja, irgendwie ist das gerade auch nicht so geil. Ja, nehmen wir mal dich. Geh jetzt dummerweise in den Friedhof. Aber ja. Naja, damit hätte ich die Skills ein bisschen besser anpassen können. Aber naja, jetzt sind sie ja nicht mehr da. Aha. Jo, die wichtigsten Karten habe ich ja schon draußen. Von daher. Der Topf der Begierden. Er tut sau weh. Ich mag den überhaupt nicht zu aktivieren. Es fühlt sich richtig unangenehm an. Naja, da wird erstmal der Esel schön mit Artilleriefeuer weggeböllert. Was?
Soll nicht den Esel mit Artillerie beschießen? Wieso? Ist das eine gefährdete Spezies? Ich glaube nicht. Das ist doch okay. Arme Esel, Mann. Okay, warte mal, hilft mir das überhaupt? Nein? Da fehlt mir irgendwie noch was. Ich könnte... Ich könnte das machen. Das bringt mir auch nicht so viel. Alter. Ich hab Begrenzungsentferner, hab hier Flederwisch und Blitzsturmverband. Was? Beschwöre ein offenes Pendemonster von Mason oder ein Pendemonster von deinem Friedhof als Spezialbeschwörung? Ja, Wiedergeburt für Pendel. Und er wäre jetzt nicht mal Ziel, so wie Wiedergeburt, verstehe. Vielleicht liegt es daran, weil, like, extra Deck. Gibt es irgendeine Karte, die Karten auf ein extra Deck als Ziel wählt, nicht, oder? Nee. Obwohl ich glaube, es gibt ein paar richtig verzwickte Pendelmonster, die das machen. Oh, okay. Die irgendwas mit Gegner. Aber. Das ist dann wirklich ein Anti-Pendel-Monster-Deck und ich glaube nicht, dass das jemals wirklich zum Einsatz kommen kann. Warum hast du da eigentlich eine Karte in deine Pendel-Scale gelegt? Oh, warte, stimmt, das war irgendwie nicht so ganz so schlau. Ja. Was ist denn mit Fallenmonster, Pendelmonster, was an der Reb? Jetzt sag mir nicht, dass das eine permanente Falle ist, weil dann hast du ein Problem. Ich kann dir leider nicht helfen, weil mein Happy Federwisch ist weg. Oh nein, 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 das mache ich jetzt nicht. Ich komme da gar nicht durch. Ja, dann muss ich das so machen. Genau. Oh, krass. Na gut, später. Huh. Interesting. Er überlebt. Fragt sich nur für wie lange. Der
Der ist da immer noch drin, ne? Warte, unter welchen Umständen kommt er raus? Ha. Das ist natürlich doof. Oh mein Gott, ist das schlecht. Warum muss ich denn einen anderen haben, damit das geht? Ah ja, gut, ja, ein Face. Ja, ja. Wird es dazu noch kommen, ist die Frage. Ich meine, ja, zu deiner Endphase wird es auf jeden Fall noch kommen. Jetzt kommt der von dir selber, was soll denn das? Ja, ist egal, wie er zerstört wird, Hauptsache wird zerstört. Also Hauptsache irgendwas anderes auf meinem Feld wird zerstört. Ah oh, ja, kommt auch der da zur Party dazu. Ja, warum auch nicht? Ja, das hat jetzt nicht wirklich geholfen. Eigentlich wollte ich den, dass du den vorher schon zerstörst, damit ich ihn wieder auf die Hand nehmen kann mit meinem Pendelparadox. Aber hätte das wahrscheinlich auch nicht so viel gebracht. Aber mit dem hätte ich den sogar beschwören können, dann. Oder was ist denn, wenn das Skill 4? Hätte ich den Ding jetzt doch beschwören können, aber der ist ja auch nicht so stark. Ich hatte hier noch vom Grab gerufen. Damit wollte ich ihn ja ursprünglich verbannen, aber ich dachte, deine Falle würde ein Ziel wählen. Hat's aber nicht. Okay, was war das jetzt da eigentlich für eine Karte, die du da hingelegt hast? Diese Falle, die halt verfallen Zauberkarten zerstören kann. Irgend so ein Sturm. Achso, die. Ja. Und dann darfst du keine Battlephase durchführen, ne? Weiß nicht, ob die Downside hatte. Ja, die hatte die Downside, dass du keine Battle-Phase durchführen kannst, aber wenn du sie im gegnerischen Spielzug benutzt, ist es ja egal. Okay. Okay, machen wir mal Stufe 1. Aktivieren Duellanten Allianz und holen uns Pendelruf. Die klingt doch gut. Dich will ich eigentlich nicht abwerfen. Oh, das ist eigentlich scheiße, eigentlich will ich auch alle nicht abwerfen. Naja. Nehmen wir dich. Wir brauchen theoretisch noch eine. Ne, du bist ein niedriges Skill. Dich kann ich nicht mehr setzen, oder? Obwohl, ne, da steht nur, du darfst keine Monster kontrollieren, also sollte ich die schon mal setzen können. Ist ja kein Monster, wenn es in der Scale ist. So, auf in die Scale. Dann wird hier gependelt.
schön. Ein krasser Dürgen. Die Karte, die die holt, ist innegated. Ja, womit denke ich mal die. Ah. Stimmt, ich hätte auf die Stufe achten sollen, nicht Depp. Alles klärchen, Pupärchen. Alles klar. Wer ist? Keine Ahnung, nehmen kann nicht. Der hat zumindest den besseren Effekt, aber sonst wüsste ich auch nicht. Na ja, gut. Oh, stimmt, ich habe ja Dingens gehabt. Die Scales sind ja noch beschützt, habe ich ganz vergessen. Geschützt von was? Von der. Ja, von wem? Von der Musik? Pendelruf. Bis zum Ende des nächsten Spielzugs, ja, hast recht. Ja, da vergesse ich immer. Und da versuche ich meine Scales selber zu sprengen und da geht's nicht. Jetzt seid dort eine Magier beschützt auch. Krass. Noch da? Okay. Ah, da bist du wieder. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ich mach das jetzt einfach. Weil ich normalerweise mit der nie sinken kann. Okay. Erleuchtungspaladin. Kannst du jetzt dir. Der erleuchtet dich jetzt. Na, du willst mir also das Licht ausknipsen.
Was ist, wenn ich das vorher mache, hä? Wie kannst du mich töten, wenn ich schon länger tot bin? Natürlich der wieder. Ja, den hatte ich vorhin wieder auf die Hand genommen. Okay. Warte mal. Ja, sure. Yep. Ich glaube, damit hätten wir es. Ich hätte eigentlich gehofft, dass du dass der Kampfschaden ausreicht, den du erhältst. Aber hat leider nicht gereicht. Zauberei hilft wohl doch nicht gegen Panzerfäuste und Laserkanonen. ja, irgendwie kommen die Zirkustiere da nicht so gegen an. Tja, du sitzt halt auf Magie, Freundschaft und Vertrauen und ich setze halt einfach auf Stahl, Munition und Diesel. Heiliger, was ist das für eine Handkarte? Magier oder, okay. Die Bedingung lässt sich erfüllen. Okay. Hä? Bei mir wurde keine Prozentzahl angezeigt. Nein, die wird auch nicht immer angezeigt. Nee, ja, das schon, aber stattdessen wurde mir die Zahl, wurde einfach nur drei Karten angezeigt. Anstatt des Prozentsatz, wie häufig die Karte benutzt wird. Warte mal, der Scale 6. Die sind. Die werden die Stufe. Dann bräuchte ich eigentlich. Was kann der nochmal? Sehr hochscaling hier. Das ist 8 und 9, oder? Wait, das ist. Nein, ich wollte nicht den. Nein, ich wollte nicht den Effekt andrücken! Ich war nicht mal bewusst, dass ich den Effekt in dem Moment anklicken durfte. Da ist doch. Falls du buntäugig. Ach, weil der buntäugig heißt. Ja, toll. Joa.
Ich glaube, dass man das dann nicht nochmal rückgängig machen kann. Ist ja eigentlich noch nichts passiert an dem Zeitpunkt. Ja, fangen wir einfach mal an. Wischen wir einfach mal drüber. Sind die alle da oben? Also ich hab den. Dann nehme ich den. Aktiviere ich den. Nehme den. Also Abstimmmagier ist echt eine sehr spezifische Karte, muss ich sagen. Ganz gute Karte. Ja, kann man so sagen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Hoffen wir mal, dass sie gut ist. Es ist halt eine Gate für Pendeleffekte. Bringt viel, wenn der Gegner keins spielt. Kannst du natürlich deine eigenen negieren? Waren die da? Wenn dein Gegner den Effekt eines Pendelmonsters oder einen Effekt einer Karte in der Pendelzone aktiviert. Achso, wird dann auch mit Zauberfallen gehen, die in der Pendelzone liegen anscheinend. Aber ja, nur der Gegner, nicht meine eigenen. Und warum soll ich meine eigenen negaten wollen? Wir werden nicht vergessen und ciao. Ciao.